3, 2, 1. Woo! Ladybug. Objekt erzeugen. Das mache ich jetzt aber hier oben, wo es platt ist, ja. Falls hier irgendwas kaputt geht. So. Das hat gutes Stück. Da würde ich sagen, packe ich jetzt auch erstmal ein bisschen Kram hinten rein. So. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal hier drauf. Rein in das gute Teil. Mit P machen wir das Ding auf. Verwalten. Da würde ich sagen, tue ich das ganze Benzin rein. 25%. Er läuft doch. So. Dann würde ich sagen, bisschen nach oben. Fliegen wir zu dem Magnesium-Deposit hier. Bestätigen. Das hier mache ich weg. So. Fliegen wir dahin. Da wird ein bisschen. Bin ich hier nicht mit. Ups, falscher Knopf. Hier kann man die Taschenlampe anmachen. So. Da sind wir. Jetzt will ich einen guten Winkel finden, um mich dahin zu graben. Von hier aus vielleicht so. Und ab geht die Post. Ladybug auf dem Weg in Richtung Magnesium, ja. Oh nö. Ein bisschen steil, glaube ich. Aber alles gut. Ich sollte. Upp. Meldet sich mein Windows. So. Kann ich den guten Kollegen jetzt noch ein bisschen drehen, eventuell? Ich mag das nicht, wenn sich der auf die Seite legt. Ich habe den nämlich schon mal irgendwie verhakt und dann hatte ich mega Probleme, wieder rauszukommen. Ich will eigentlich auch von oben erstmal die Sachen weggraben. So dass man später nicht da die mega fette Decke hat und da nichts mehr abkriegt. Ist aber gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach hier. Auf jeden Fall gefällt mir der Ladybug um einiges besser als dieses Drill Sergeant-Teil. Ich weiß, der Drill Sergeant hat hier Luftversorgung und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach nur den Ladybug mehr gewohnt bin oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der steuert sich besser. Also das Teil fällt vielleicht einfach auf den Rücken, aber man kann es einfach wieder umdrehen. Ja, und da finde ich irgendwie viel praktischer. So, nächster Halteplatz. Kurz gucken. Ja, wenn ich jetzt hier mal in den Frachtcontainer gucke, wir haben 500 Magnesium eingesammelt. Das reicht weit, sehr weit. Da kann ich erstmal lange von leben. So. Dann fliege ich zum nächsten Ding. Und wie ihr seht, man ist viel schneller, man verbraucht keinerlei Ausdauer. Es ist um einiges angenehmer, wenn man mich fragt. So. Hier sind wir auch schon. Das Zeug ist leider leicht radioaktiv, aber ich glaube, das ist eigentlich ungefährlich. So. Ich will eigentlich auch nicht zur Seite fliegen, sondern relativ straight down. Auch nicht zu straight. Sonst habe ich wieder Probleme, wieder rauszukommen. Moment, Moment, Moment. Immer langsam, immer langsam, immer langsam. Das liegt ja nämlich auf dem Rücken. Und da kann man einfach mit der Maus das wieder umdrehen. Ohne irgendwelche Probleme. Und das habe ich mit dem Drill Sergeant irgendwie nicht geschissen gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur zu inkompetent war oder ob es einfach eine Ungewohnheit ist oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß es überhaupt nicht, leider. Wir sammeln hier von dem Zeug ohne Ende ein. Und das ist, wie gesagt, das ist sehr unangenehm anzugucken, glaube ich. Das ist die Ressource für Energie in dem Spiel. Das heißt, man sollte davon relativ gut immer was auf Lager haben, würde ich schon mal sagen. So. Man kann später auch aus Hydrogen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, leider, kann man
man auch später noch hier Benzin machen. Das macht man mit einem Generator in Wasser. Funktioniert so ähnlich wie der O2-Generator. Also Sauerstoffgenerator. Ich habe leider nie in einer deutschen Schule Chemieunterricht gehabt. Deshalb habe ich leider keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich auch eigentlich Allgemeinbildung. Naja, was nicht läuft, das läuft nicht. Ja? Ich würde sagen, wir haben genug eigentlich. Wie sieht's aus? 900. Ja, da muss ich mir keine Gedanken machen. Ich fliege jetzt der Sonne entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. In Richtung, wo ich meine Basis aufbauen will. Ich glaube, bevor ich das mache, fliege ich aber nochmal eine Runde um den See herum. Und hier ist vielleicht eine schöne Stelle. Ich gucke mir das Ganze mal an. Entscheide mich dann dafür, wo ich meine Basis hier aufbauen möchte. Ja, hier gefällt mir auf jeden Fall um einiges besser. Und das ging jetzt ja auch relativ schnell hier hinzukommen. Mit dem Ding hier. Also hier rumfliegen und so weiter, das geht. Outpost Alpha. Research Outpost. Die sind wohl unbewacht, oder? Ich glaube. Ja, doch, das gefällt mir hier um einiges besser. Oh, Drohne. Vielleicht ist es doch nicht unbewacht. Soll ich vielleicht hier meine Basis aufbauen? Ich sollte auf jeden Fall nicht das hier wegkriegen. Bitte schalte in den richtigen Modus. Okay, das kann ich also nicht mit dem Ladybug machen. Ich werde die Karre jetzt erstmal abschalten. So. Aussteigen und... Ne, Entfernung von Steinen. So. Und wo ist der Survival Constructor? Hier haben wir ihn. Nummer 7. Und den stelle ich erstmal hier auf. Mach die Power an. So. Da kann ich eigentlich alles erstmal rausholen. Packe ich hier alles wieder rein. Ne, dich nicht. So. Das kommt alles wieder rein in die Kiste. Magnesium. Zwischenprodukt, das Bestandteil für ein komplexeres Endprodukt. Templates. Na, weiß ich nicht. So. Und dann würde ich sagen, ich brauche das Teil auf jeden Fall. Ich brauche einen Fuel Generator und einen Fuel Tank. Das wird jetzt ein Gefummel. Und das will ich euch eigentlich ersparen, deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt als erstes, mache ich mir diese drei Teile. Den Kern habe ich hier schon, ich habe ein paar Blöcke. Blöcke mache ich auch noch. Und dann werde ich die erste Basis hochziehen und da melde ich mich dann auch wieder, aber ich werde jetzt hier die ganzen Sachen erstmal alleine craften sozusagen. Bis dann. Ich war gerade da hinten Kupfer holen und der Kollege ist mir... in der Luft verreckt. Bis dahin sollte ich es schaffen. Ich hatte auch noch ein neues Fuel in oder neues Benzin in meinem Constructor. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Naja, kann jetzt nichts machen. Ich gebe mir mal eine Beefy. So.
So, dann muss ich jetzt dahin laufen. Ach Mann, ey. Und alles nur, weil ich nicht genug Kupfer hatte. Ist doch zum Heulen. Aber ich bin doch froh, dass ich mich hierhin begeben habe stattdessen. Hier habe ich auch noch was entdeckt. Und zwar hier irgendwo ist eine Farm. Hier. Ich glaube, in der Farm kann man diese, wie heißen die denn? Blumenbeete oder Beete bekommen, die man braucht, wenn man Pflanzen anbauen will. Und ich hatte vor, auf meinem großen Mutterschiff am Ende so eine kleine Farm irgendwo drinne zu haben, sodass sozusagen, wo ist denn das Teil? Ist das da hinten? Sodass sozusagen man mit dem Teil im Weltall sein kann, ohne oft landen zu müssen. Man muss zwar landen, um Sauerstoff und Benzin und so weiter aufzutanken, aber ich will halt auf einem Planeten landen können, ohne Probleme mit, oh, hallo, ohne Probleme mit Essen zu bekommen. Und Essen ist, glaube ich, eine der Ressourcen, die am ehesten ausgeht, weil ich kann Treibstoff und Sauerstoff und alles, das kann ich ja lagern, ohne dass es mir irgendwie kaputt geht oder so. Aber jetzt diese scheiß Anzeige, ne? Ja, ich muss das mal ausmachen, glaube ich. Da seht ihr, ich wollte hier, für den hier wollte ich mir dieses Kondensator-Ding bauen und dafür hatte ich nicht genug Kupfer. So. Jetzt mache ich hiervon noch mehr. Und laufe jetzt zurück. Ach Mann, ey. Wir haben jetzt keine Munition, sodass ich den Typen nicht irgendwie schief kommen will eigentlich. Ich laufe jetzt zurück, versuche das Teil irgendwie aus dem Wasser zu holen, fliege hier wieder hin und baue die ganzen Sachen.